Wir schreiben den August 2017. Spätabends machen wir uns auf den Weg auf den Autoreisezug Richtung Düsseldorf. Aber mein Bike streikte, obwohl ich am Vormittag noch voll getankt und alles serviciert habe. Ob es wirklich die Batterie ist, das wird sich zeigen. Nach circa knapp einer halben Stunde erreichen wir den Wien Hauptbahnhof. Es geht auf den Autoreisezug. Und nach der Einweisung sprang mein Bike nicht mehr an. Eine Starthilfe brachte nichts, also doch nicht die Batterie. Mein Bike musste angeschoben werden, aber egal, Hauptsache wir erreichen mal den Zug. Dann ging es pünktlich um 20.30 Uhr rauf auf den Zug nach Düsseldorf. Aber das lieber ohne Sozios. Warum, wird man gleich sehen. Denn mit knapp 1,90 Meter auf einer Tourmaschine voll bepackt wird es sehr eng, wirklich sehr eng. Da tat sich Petra wesentlich leichter mit ihrer Körpergröße und der kleinen Duke. Trotz der Probleme mit meiner Tiger waren wir immer noch gut aufgelegt. Noch wussten wir nicht, was das Problem ist. In Düsseldorf arbeiteten drei Arbeiter, auch der Chef persönlich, 3,5 Stunden an meiner Tiger und retteten uns damit den Urlaub. Der Starter war defekt und natürlich nicht lagernd. Triumph Düsseldorf baute es tatsächlich aus einer Maschine aus einer nagelneuen. Das nennt man Service. Und wir werden ewig dafür dankbar sein. Wir warteten kaum 10 Minuten, dann ging es schon auf das Schiff. Es war wirklich sehr knapp. Wir nahmen dann nur das Wichtigste in unser Zimmer. Wir haben eine Außenkabine gebucht mit 3 Betten. Nicht besonders komfortabel, aber okay. Wir haben uns nur kurz frisch gemacht, umgezogen und dann ging es ans Heck des Schiffes, um die pünktliche Abfahrt um 17 Uhr zu genießen. Und die Möwen warten schon, um ihre Schuhe abzuziehen. Und zu beobachten gab es auch eine Übung einer Spezialeinheit. Und wegen den Strapazen, wegen unserer defekten Tiger, genoss ich endlich das erste Bier. Ah. Und alle waren erleichtert. Es geht doch los. Wir dachten zwischenzeitlich tatsächlich, dass wir nicht auf die Fähre kommen. Und wie das ohne Triumph Düsseldorf ausgegangen wäre, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall waren wir sehr gut aufgelegt. Wir hatten 2, 3 oder auch mehr Bier. Wir genossen die Abendshow bei einigen Drinks. Es gab auch einen Relaxstuhl, der aber eher für Zerstörung sorgte. Das ist ja Wahnsinn. Danach ging es nur noch einmal Luft schnappen und dann ab ins Bett. Wir waren ziemlich geschlaucht. Der nächste Morgen. Die Nordsee zeigt sich von seiner rauen Seite, wie gewohnt. Und nach ausreichend frischer Morgenluft geht es zum Frühstück. Das Festland war bereits zu sehen und es wird Zeit, die Bikes zu packen. Und dann war es endlich soweit. Das erste Mal, dass Petra auf den eigenen Bike englischen Boden befährt. Und für Lara war es generell die erste Motorradreise mit uns gemeinsam. Sie verzichtete auf eine Matura-Reise nach Amerika und hat das bis heute nie bereut. Nun heißt es wieder links halten. Das ist natürlich die ersten Kreisverkehre mal eine Übungssache. Aber es dauert jeden Tag einige Minuten, bis man sich an das Ganze gewöhnt. Wenige Kilometer weiter zeigt sich England von seiner schönsten Seite und Lara war schon jetzt beeindruckt. Kurze Zeit darauf konnten wir einen Border Collie beim Schäfern beobachten und das war sensationell. Seht selbst. Ein absoluter Vollprofi bei der Arbeit. Wir hatten schon Lust auf eine Pause und legten im letzten Café in England, so heißt es auch, einen kurzen Stopp ein. Und etwas ungewöhnlich muss man hier den Kaffee noch selbst brühen, bei voller Konzentration natürlich.
Es gab hier aber auch einige schöne Fotomotive, aber dann ging es endlich weiter zur Grenze nach Schottland. Wir erreichen die Grenze auf der A696 mit den berühmten Grenzsteinen und den noch berühmteren Dudelsackspieler. Kurz noch die Kameras gerichtet und dann ging es zum Grenzstein, um das Spektakel zu genießen. Und dieser Dudelsackspieler, der schon 2015 bei unserer Motorradreise vor Ort war, hatte wohl Jubiläum. Für uns geht es nun weiter auf der A6088. Wir fahren eine andere Route als noch 2015. Bis wir schließlich in Holkang kommen. Vollgepackt mit wunderschönen alten Kirchen und Gebäuden. Für uns geht es nun weiter, wieder Richtung Süden auf der B6399 über Hermitage Castle. Diese Straße fuhren wir schon 2015 und gehört zu unseren absoluten Favoriten. Saftige, blühende Wiesen und alte Brücken sowie Gebäude konnten auch Lara voll überzeugen. Obwohl wir auf dieser Strecke noch lange nicht in den Highlands sind, wie auch schon 2015, begegnen hier wir wirklich keinen. Weder Motorradfahrer, Fußgänger, Autofahrer, keinen. Und genau das ist es, das wir so lieben. So erreichen wir einen unserer Lieblingsplätze in Schottland. Unendlich viele Schafe zwischen grünen Hügeln auf saftigen Wiesen. Seltsam gefärbte Kühe und absolute Einsamkeit. Und auf dieser Straße könnte man schlafen. Und das ist kein Witz. Unsere ausgedehnte Pause ging nun zu Ende und es ging weiter Richtung Norden. Und spätestens ab hier heißt es gemütlich und in voller Konzentration fahren. Denn Zäune für Schafe gibt es hier nicht mehr. Also kaum. Wir erreichen nun Hermitage Castle. Wir bleiben hier aber nur für einen Fotoshot, denn hier wird Eintritt verlangt und wir haben noch sehr viel vor uns und kennen diese Ruine auch schon aus unserer Reise von 2015. Und Schafe sollte man genau beobachten, denn einen Plan für ihren Fluchtweg haben die meisten nicht. Wir hatten etwas zu viele Pausen gemacht und wir müssen ein bisschen Meter machen. Und ein kurzes Stück auf der A7 Richtung Süden, um dann über die B709 Richtung Biebels zu fahren.
und diese B709 Richtung Bibels erwies sich wieder als Glücksgriff. Eine Single Road, nicht befahren, zwischen grünen Landschaften. Sensationell. Wir kamen sogar vorbei an einem D-Bird Center. Wird frisch gebaut, mitten in Schottland. Also für alle, die die Zeit mitbringen, für die ist die B709 eine absolute Empfehlung von uns. Und wieder mal Querverkehr von Schafen. Und spät nachmittags ging es dann los mit dem, was wir in Schottland so lieben. Tiefstehende Sonne, gepaart mit Wolken und den grün bewachsenen Hügeln ergeben faszinierende Bilder. Gänsehaut. Wir verlassen nun diese wunderschöne Strecke und nehmen noch ein Stück die A72 Richtung Bibels. Und als wir uns fragten, wo die ganzen Motorradfahrer der Fähre hingekommen sind, hier waren sie endlich. Und in Schottland und England wird der Fuß gehoben, nicht mit der Hand gedeutet, zum Gruße. Wir haben einige Kilometer hinter uns und unsere Motorräder brauchen Sprit. Die Stadt ist wieder wunderschön. Zeit zur Besichtigung haben wir nicht. Wir nahmen dann eine Abkürzung über die A72 und A721 bis Glasgow. Glasgow würde ich als Motorradfahrer nicht empfehlen. Hier fahren wir nur durch. Töchterchen bekam Hunger und so machten wir nochmal eine Pause mit einem kleinen Snack. Im kleinen Städtchen Canvas. Auf der A721. Jetzt war es wirklich schon sehr spät abends und es wird Zeit, dass wir unsere Unterkunft erreichen. Wir nahmen hier dieselbe Unterkunft wie schon 2015. Wir waren sehr zufrieden und es gibt auch eine Besonderheit. Und so erreichen wir spät abends bei herrlichem Licht unseren Ort Drimmen. Wir nächtigen hier wieder in unserem Stammhotel, kann man schon sagen, im Hotel Winnock. Es bietet gute Abstellplätze, vernünftige Zimmer, wir bekamen wieder ein Dreibettzimmer, aber leider war das Restaurant für den heutigen Tag schon geschlossen. Aber auch das lässt sich gut umgehen, denn wir verbringen nebenan unseren Abend im ältesten registrierten Pub Schottlands, den Glechern Inn. Das Essen war gut, aber noch besser waren die Getränke. Und so kam es, nach etlichen Whiskys, dass wir die Letzten waren, im gleichen Pub aus 1734. Und nach einigen Tropfen des herrlichsten Whiskys haben wir Gott sei Dank nur wenige Schritte zu unseren Zimmern. Gute Nacht. Tag 2 bricht an auf schottischem Boden. Wir haben wieder einiges vor. Kurz noch unsere Sprechanlagen verbunden und dann geht es los. Wir fahren über die A81 auf den Dukes Pass und durch den Trossachs Nationalpark. Und kaum warm gefahren, ein paar Kilometer weiter, erreichen wir die Auffahrt auf den Dukes Pass. Und den konnten wir bei herrlichstem schottischem Wetter in vollen Zügen genießen.
Dann erreichen wir die Seen des Nationalparks, zum Beispiel den Loch Truckee, der bei diesem Wetter beinahe wie ein Spiegel wirkte. Vorbei an einem Hotel, das wohl nicht in unserer Preisliga spielt, zum Loch Venachar, den wir natürlich bei dem herrlichen Wetter für einen Foto- und Videostopp nutzen. Und es ist so windstill, dass man kaum Bilder von Videos unterscheiden kann. Wir fahren vorbei am Loch Lubnik auf der A84 und erreichen Glenogle auf der A85, die uns zu einem absoluten Highlight auf unseren Schottland-Trip geleitet. Denn sie führt uns auf den Glencoe, ein Nationalpark der Extraklasse. Und es gibt wieder zahlreiche schottische Schattenspiele für uns zu sehen auf den grün bewachsenen Hügeln, die beinahe wie Vulkane wirken. Musik 2015 hatte ich hier Petra, meine Frau, noch am Beifahrersitz und das vollbepackt bei einem Sturm von beinahe 100 km/h. Ein absoluter Albtraum, auch so kann Schottland sein. Und so können wir den Glencoe Nationalpark in vollen Zügen genießen. Wir erreichen das wunderschöne Plateau und bei der Windstille und die Wasserflächen wie Spiegel in die Landschaft eingebaut waren, machen wir hier natürlich einen ausgedehnten Fotostopp. Mit einer DJI Spark, damals noch ausgestattet, waren die Aufnahmen natürlich nicht auf heutigen Standard. Und mit gut 5 Minuten Flugzeit und kaum Reichweite in der Fernbedienung war nicht viel möglich, aber immerhin. Wir verbrachten fast 1,5 Stunden auf diesem Plateau, aber irgendwann muss es auch hier weitergehen. Und spätestens jetzt war Lara in Schottland verliebt, nicht zu verdenken. Wir schlängeln uns hier durch Touristen und wir wollen so schnell wie möglich in die Highlands. Und wieder zeigen sich hier die Lichtspiele, die wir an Schottland so lieben. Wir waren ziemlich flott unterwegs und erreichen schon nach kurzer Zeit den Loch Linne auf der A82. Und direkt nach der Brücke sehen wir schon den Anlegeplatz unserer Fähre, den wir heute noch überqueren müssen zu unserem Hotel in Ardgour. Entlang des Loch Linne fahren wir über Fort William zum nächsten Highlight, das jeder Biker einmal gefahren haben muss. Wir sind schon wieder einige Zeit unterwegs und nicht nur Lara ist schon etwas müde.
Darum legen wir nochmal eine Pause ein in Glen Nevis Restaurant. Mit kleinen Umwegen, wie man sieht. Petra wählt hier die elegantere Lösung. Es wird eine Jause der deftigeren Art. Das erste Mal nehme ich Haggis zu mir, diesmal in Sandwichform. Kaffee, Süßspeisen und dann soll's noch auf das Bike gehen. Perfekt für die hügeligste Straße, die man in Schottland wohl fahren kann. Die Straße zum Glen Nevis. Und diese Straße zum Glen Nevis gehört zum absoluten Pflichtprogramm. Keine Strecke in Schottland ist lustiger zu fahren wie diese. Es hebt einen regelrecht vom Motorrad bei diesen Hügeln und macht tierisch Spaß. Das letzte Stück zum Glen Nevis wird dann eine kleine Single Road. Und da geht's dann schon mal ziemlich eng zu. Die Autos lassen wir schnell hinter uns und unser Ziel ist die Endstation des Glen Nevis. Am Video kaum zu sehen, fahren wir hier durch urzeitliche Wälder. Satte grüne Wälder, riesige Fahne. Wenn hier ein Dinosaurier auf die Straße springen würde, mich würde das gar nicht wundern. Irgendwann geht es dann nicht mehr weiter, zumindest nicht mit Fahrzeugen. Ein Blick nochmal auf den Ben Nevis und dann entdecken wir es, das berühmt-berüchtigte schwarze Schaf. Wir genießen noch eine Weile die herrliche Gegend, bevor es wieder über die geniale Strecke zurück nach Fort William geht. Man kann es nicht genug betonen, es ist ein wahres Biker-Highlight. Fort William ist dann schnell durchquert und wir erreichen die Zufahrt zur Fähre nach Ardgour. Die Fähre ist gerade am anderen Ende des Sees und wir nutzen die Pause, von den Bikes zu steigen, um Fotos zu machen. Und direkt gegenüber unser Ziel, das Inn at Ardgour. Völlig überrascht vom Tempo der Fähre wurde es knapp und wir mussten zum Bike laufen. Und dann ging es diesmal seitwärts auf die kleine Fähre. Der Platz ist hier knapp und wir wurden eingewiesen. Und Gott sei Dank habe ich hier mit meinen langen Beinen leichtes Spiel. Denn hier geht es verdammt knapp zu. Mit Volldampf geht es auf die andere Seite zu unserem Hotel. Und Fußgänger haben hier natürlich Vorrang. Es war zufällig gebucht, aber schon lustig, dass unser Hotel direkt am Anlegeplatz liegt. Wir suchen noch nach einem Abstellplatz, der uns gelegen ist. Den haben wir auch schnell gefunden, nur der tiefe Schotter machte etwas Probleme. Bezogen unser Dreibettzimmer,
das für die Preisklasse absolut okay ging. Bei der Überfahrt erspähten wir einen Leuchtturm direkt neben dem Hotel. Ein schönes Motiv für einen Drohnenflug. Und es war schon ein Schauspiel, diese Strömungen zu sehen, von Flut und Ebbe. Bei extrem blauem Wasser, einfach nur herrlich. Wir beobachten nochmal die Fähre, die mit Highspeed gefüllt den See überquert. Am Rückweg zum Hotel fanden wir noch das ein oder andere schöne Fotomotiv. Checkten nochmal die Bikes und dann ging es zum Abendessen und ins Pub. Und das Abendessen fiel ziemlich deftig aus. Für ein Abendessen zumindest. Voll zufrieden, mit vollem Magen und voller Freude über diesen herrlichen Tag, ging es ins Bett. Aber an Durchschlafen war nicht zu denken. Denn um 2 Uhr früh war Feueralarm. Ein Gast musste unbedingt rauchen. Und wir verbrachten gut eine halbe Stunde im Freien. Der nächste Tag in Schottland. Es wird wieder spannend. Unser Endziel ist heute die Insel Skye. Wir fahren wieder entlang des Loch Linne, aber diesmal auf der Seite von Ardgour, auf der A861. Das Wetter war bedeckt, aber absolut okay und angenehm fürs Biken. Doch diese Strecke war wieder das Richtige, um in den Morgen mit dem Motorrad zu starten. Und wo der Loch Linne endet, entsteht eine Art Sumpflandschaft, zumindest optisch, die gemeinsam mit etlichen Schafherden ein wunderbares Bild erzeugen. Und natürlich heißt es hier wieder absolut konzentriert fahren. Hier sehen wir auch zum ersten Mal die typischen Schafe in Schottland mit den schwarzen Köpfen. Vorbei an schönen Gutshöfen und vielen, vielen Schafen genießen wir die letzten Meter dieser Straße. Und erreichen schließlich unser Zwischenziel, das Glenfinnan Monument. Und das gleichnamige Viadukt aus den Filmen von Harry Potter. Das Glenfinnan Viadukt. Ein Parkplatz war schnell gefunden. Und nur wenige Meter von diesem Parkplatz, mitten unter den Touristen plötzlich Hirsche. Wunderschöne Tiere. Das Glenfinnan Monument ist ein dunkler Turm vor einer malerischen Kulisse des Loch Shiel. Hier landete 1745 Bonnie Prince Charlie und hisste sein Banner, um anschließend den Jakobitenaufstand zu führen.
Und dieses Viadukt sollten wohl alle Harry Potter Fans kennen. Mit etwas Geduld sieht man hier den berühmten Hogwarts Express. Aber wir müssen nun weiter. Wir müssen schließlich eine Fähre auf die Insel Skye erwischen. Es geht weiter nach Maleic auf der A830. Wo uns 2015 auf unserer Schottlandreise noch der Wind verwehte und damals auch keine Fähren fuhren, haben wir hoffentlich heuer mehr Glück und es sieht danach aus, das Wetter hält. Die Tickets haben wir bereits unterwegs gebucht, aber die Fähre fuhr schon in 5 Minuten los und trotz Online-Buchung musste Petra noch Tickets holen. Es wurde also knapp und es geht mit der Fähre auf die Insel Skye. Und das zügig. Wir warteten kaum 3 Minuten und es ging schon auf die Fähre. Kaum abgestellt kam auch schon Petra mit den Tickets. Auf dieser Fähre verzurrte sogar noch das Personal. Wir mussten nur noch absteigen und die Überfahrt genießen. Die Bikes sind gut verzurrt und es beginnt eine sehr windige Überfahrt. Vorbei an der bekannten Statue Fischer mit Kind. Und diese Regenfront, die wir da sehen, wird uns die nächsten 2 Tage noch ordentlich begleiten. Das Festland war zu sehen und auch schon der Hafen. Wir gingen zum Bike, aber hier ging es etwas knapp zu an Deck. Für uns war es spannend, wir sind das erste Mal auf der Insel Skye. 2015 hat das Wetter bedingt ja nicht geklappt. Ups, da ist was schief gegangen. Auf Hupen haben die beiden leider nicht reagiert. Petra hielt an, nahm das Gepäckstück und Lara und ich begannen mit der Verfolgung der 2. Wenige 100 Meter reagierten sie endlich auf das Hupen und waren natürlich sehr dankbar und erleichtert. Für uns geht es nun weiter entlang der A851 bis Portree. Die ersten Kilometer sind auf einer Art Ringstraße, immer entlang des Meeres. Hier zum Beispiel der Sound of Sleet. Das Biker-Pärchen aus England, das das Gepäckstück verloren hat, haben wir noch öfters angetroffen. Langsame Autos werden natürlich überholt. Natürlich alles im Rahmen der gesetzlichen Richtlinien. Denn auf dieser Straße war leider Gottes viel zu viel los. Da waren wir in Schottland bisher anderes gewöhnt. Aber ich denke, außer dieser Ringstraße gibt es auch nicht viel zu fahren. Auf der A87 geht es weiter zu unserem Ziel, nach Portree. Und wie schon auf der Fähre befürchtet, wurde auch der Himmel immer dunkler.
Wir haben unser nächstes Ziel erreicht, Portree, am Sound von Rasey. Hier in Portree planen wir unsere nächste große Pause, riskieren hier im Parkverbot unser Motorrad abzustellen und treffen wieder unser Bikerpärchen. Hier ein Blick auf den Hafen von Portree mit den berühmten bunten Häuserkulissen. Im Restaurant der Lower Deck, das wir sehr empfehlen können, nehmen wir lecker Fischgerichte zu uns, um danach leider im Regen weiterzufahren. Und der wird uns heute den ganzen Tag begleiten. Peter und ich vertrauen vollkommen auf die Membran unserer Motorradbekleidung, was auch eine ganze Zeit gut ging. Unser nächstes Ziel ist der Old Man of Store auf der A855. Der Old Man of Store sollte jedem bekannt sein, eine bekannte Felsformation und hier von der Weite schon zu erkennen. Noch. Kurz vor unserem Ziel verschwindet der Old Man of Store. Leider vollständig im Nebel. An Wanderung, Fotos oder Drohnenflug war nicht zu denken. Und wir beschließen, weiterzufahren. Zum Kilt Rock, unserem nächsten Ziel, auf der A855. Und der Regen gehört schließlich dazu zu Schottland und die Stimmung kann uns das nicht versauen. Geht wieder vorbei am Sound of Rasey oder was davon zu sehen ist. Wir kommen schließlich an am Viewpoint vom berühmten Kilt Rock und parken neben einem entzückend hergerichteten Bulli. Der Kilt Rock ist eine Steilküste, dessen Felsen an das Muster eines Schottenrocks erinnern sollen. Naja, aber sehenswert auf jeden Fall. Und dieses Sauwetter hat hier nicht nur Nachteile, denn Schottland in Regen ist tatsächlich schöner als bei Sonne. Klingt komisch, ist aber so. Diese Stimmung ist nicht gespielt, wir waren immer noch sehr gut aufgelegt. Es geht nun Richtung Norden weiter auf der 855 und nehmen dann leider bei Regen die Abzweigung auf den Bering Pass. Sicher falsch ausgesprochen, denn der Name wird in Gälisch ausgesprochen und das kann keiner. Ich kenne keinen. Und dieser Pass ist absolut Pflicht für jeden Motorradfahrer. Gehört aber neben den Applecross auch zu den gefährlichsten Strecken in Schottland. Und es fiel uns auch tatsächlich nicht leicht, bei diesem Wetter und vielen Schafen voll konzentriert zu bleiben. Der Regen wurde noch dazu stärker und auch die Schafe suchten Schutz. Wir lassen noch schnell diese Abenteurer an uns vorbeifahren mit ihren Hardcore-Geländeautos und danach haben wir den Pass für uns ganz alleine. Bevor der anspruchsvolle, aber schönste Teil kommt, wird nochmal die Kamera geputzt.
den ersten Haarnadelkurven und diesen Ausblicken war der Regen schnell vergessen. Und mit Gänsehaut, aber nicht von der Kälte, sondern eher von der Schönheit, erreichen wir die Passhöhe. Aber hier halten wir uns nicht auf, denn wie am Apple Cross beginnt hier die Hochebene. Typisch für jeden Pass erstreckt sich dann eine riesige flache Hochebene, wenn man diese als Österreich als hoch bezeichnen kann. Sagen wir für schottische Verhältnisse. Und wir erreichen kurze später die Abfahrt nach Uig Bay. Es geht hier steil und eng bergab. Aber nicht so schlimm, dass wir es nicht meistern könnten. Der Regen wird stärker und langsam aber sicher füllen wir uns nass. Die Temperaturen hatten maximal 10 Grad. Also wurde es doch etwas unangenehm. Aber wir erreichen in kurzer Zeit später auf der B80 36 einer Single Road die Abzweigung nach Edibane und das sehr urige Lodge Hotel. Noch nie hatte ich in so einem alten Hotel, unsanierten Hotel, geschlafen. Aber es hatte was. Aber hier ein paar Eindrücke. So alt, dass das Bier natürlich noch per Handpumpe gezapft wird. Heiß getrunken und gut gespeist geht es ab ins Bett. In das urigste Zimmer, das wir je haben werden. Gute Nacht. Tag 6. Unser Tagesziel ist Gerlach. Und von Gerlach aus wollen wir dann den nördlichsten Teil der Route 500 fahren. Das Wetter heute am Vormittag war zwar bedeckt, aber trocken und windstill. Und auch unsere Kleidung wurde trocken, dank elektrischer Herzkörper. Und wir fahren entlang der A850 vorbei an schönen Seen. Und auch auf Sky ist Vorsicht geboten wegen der Schafe. Wir zweigen dann ab auf die A863 bis Drynoch oder wie auch immer. Vorbei an einigen Schafen zollte der gestrige starke Regen wohl seinen Tribut. Die Sprechanlage geht nicht mehr, aber ein bisschen WD-40-Öl half, zumindest kurzfristig. Es geht wieder vorbei an einen schönen See oder Lochs, wie es in Schottland heißt. Wie man die Orte und Seen hier ausspricht, hat leider nichts mit der Schreibweise zu tun. Vieles wird hier in Gälisch gesprochen. Wir genießen die schönen Landschaften auf Sky, völlig alleine, so lieben wir es. Und erreichen den Loch Harbord auf der A863. Und diesen überqueren wir über eine Seebrücke. Und erreichen wenige Kurven später eine Baustelle mit einer Besonderheit. Denn hier auf Sky, zumindest bei dieser Baustelle, muss man auf ein Begleitfahrzeug warten, das einen sicher durch die Baustelle begleitet. Warum auch immer, denn gefährlich war hier nichts. Wir zweigen dann auf die kleine B8009 bei Drynoch ab.
zu unserem nächsten Ziel, die Fairy Pools. Der nächste Abzweig der Straße zu den Fairy Pools hat leider keine Bezeichnung und die Abzweigung kann man durchaus übersehen. Und diese kleine Single Road ist wieder absolut fantastisch zu fahren. Zumindest bis dahin, bis wir auf einen sturen Autofahrer trafen. Der wollte einfach keinen Platz machen. Aber der Ärger war unnötig, denn gefühlt halb Schottland wollte zu den Fairy Pools an diesem Tag. Und so fahren wir nicht mal für zwei Motorräder Platz am vorgesehenen Parkplatz. Eine absolute Katastrophe. Die Bikes wurden am Straßenrand abgestellt und wir beschlossen, die Wanderung anzutreten. Ein ziemlich langer Weg mit voller Montur. Aber ein Weg, der sich definitiv auszahlt. Spaß hatten wir auf jeden Fall. Und für Kleingewachsene sind diese Hindernisse schon mal schwieriger. Und von diesen Hindernissen sind zahlreiche zu überwinden. Hindernisse für kleine Leute. Es fing wieder an zu nieseln und wir waren froh, die Helme mitzuhaben. Nicht nur wegen der Gefahr der Hindernisse. An den Fairy Pools angekommen, wollte ich die Drohne steigen lassen. Das funktionierte zwar, aber das Nebelwetter machte mir einen Strich durch die Rechnung. Das GPS spielte verrückte Fernbedienung einfach alles. Und so hatte ich leider keine originalen Bilder, sondern nur die, die am Handy abgespeichert wurden, in 720p und schlechter Bitrate, aber immerhin. Und sehenswert sind diese Fairy Pools, die tatsächlich an Pools erinnern, auf jeden Fall. Nach dieser doch ausgedehnten Wanderung geht es für uns weiter. Wir haben noch viel vor. Und sicher wieder falsch ausgesprochen, da Gelisch, geht es weiter auf der A863 nach Sligachan und erreichen schließlich ziemlich flott wieder die A87, die Ringstraße auf Skye. Diesmal fahren wir Richtung Skybridge. Und da Töchterchen wieder mal der Magen knurrte, gönnten wir uns lecker Pizza. Noch auf Skye. Und weniger Kilometer später erreichen wir sie, die Skybridge.
die Skye mit dem Festland von Schottland, wenn man das so nennen kann, verbindet. Über einen Abzweig geht es weiter Richtung Norden auf der A890, lassen das einzige Auto, das wir antrafen, hinter uns und waren wieder völlig alleine. Und wieder auf einer absolut fantastischen Motorradstrecke. Aber auch hier heißt es wieder konzentriert fahren. Und natürlich nicht auf viel gebannt, sahen wir hier auch einen Unfall eines Bikers, leider. Gott sei Dank nur mit Sachschaden. Wir kamen flott voran und es geht vorbei am Loch Karon. Natürlich gibt es bei solchen Felsen neben den Straßen hin und wieder auch Felssturz, aber dieser ist ziemlich schnell umfahren. Wir fahren auf der A896 Richtung Belachnabar zum nächsten Biker-Highlight, den sogenannten Applecross Pass. Und gleichzeitig der gefährlichste Pass auf Schottland. Haben wir zwar so nie empfunden, aber ist offiziell. Vor der Auffahrt auf den Applecross kommen wir vorbei am Loch Kishorn. Die Strecke, die wir hier genießen seit der Skye Bridge, gehört zum sogenannten Westeros Coastal Trail und natürlich wieder ein absolutes Pflichtprogramm. Direkt an der Auffahrt zum Applecross das Café Bierlach Galerie, ein kleiner netter Familienbetrieb mit allerhand Leckereien. 2015 kamen wir von der anderen Richtung und da bot sich das Lokal natürlich super an. Wir haben aber heute einen anderen Plan. Das nächste Highlight folgt, der Applecross. Wir machen noch einmal den einzigen Auto, das uns entgegenkommt, Platz und dann geht es rauf, auf wohl einen der schönsten Pässe der Welt. Und wieder muss ich sagen, wie der Pass auf Skye, muss man das selbst erleben, um zu verstehen, warum das so ist. Denn auf Film lässt sich das kaum bannen. Auf jeden Fall gehört der Applecross zum Pflichtprogramm eines Motorradfahrers mit Spaß und Gänsehautgarantie. Sagenhaft schön. Im letzten Stück des Applecross bekommt man es dann mit steilen Haarnadelkufen zu tun. Hier ist auf jeden Fall etwas Übung gefragt, vor allem vollbepackt. Aber auch Petra packt das fantastisch.
zahlreichen Spitzkehren legen wir kurz vor dem Ende nochmal einen Fotostopp ein. Wir waren alle drei völlig von den Socken und begeistert. Nur wenige Kehren später erreichen wir die Passhöhe, wo es sehr windig wurde. Bleiben aber trotzdem noch einmal stehen, um ein paar Fotos zu machen und den Viewpoint zu genießen. Und wo es rauf geht, geht es auch wieder runter. Und auf so engen Strecken ist es in England und Schottland üblich, dass wenn Autos die Lichthupe betätigen, sie auf einen Ausweichplatz fahren und uns vorbeilassen. Aber ein Kollege kapierte das nicht. Er hatte die Lichthupe betätigt, fuhr aber weiter und es wurde verdammt eng. Und für Petra wurde es noch enger, denn er fuhr tatsächlich weiter, dieser Vollpfosten. Wir genießen dann die letzten Kilometer auf den Applecross und legen eine weitere Pause ein in Applecross Inn. Das Wetter spielt wieder mit und wir können draußen sitzen und den Blick auf den Inner Sound genießen. Nach einer ausgedehnten Pause fängt es wieder an zu regnen, aber nicht schlimm. Wir fahren nun die herrliche Küstenstrecke, die wir schon 2015 genossen, entlang am Inner Sound und kommen wieder vorbei, wie in Schottland üblich im Norden, an herrlichen Sandstränden. Viele davon sind aber Privatstrände. Und fahren vorbei an verlassenen Bauernhöfen, aber auch aktiven, mitten im Nirgendwo, völlig einsam, mit einem Haufen von Schafen. Und entdeckten endlich mal schottische Highland-Rinder. Wirklich entzückende Wesen. Und nach wenigen Kilometern entdeckten wir Jungtiere, zuckersüß, bis auf den Kot neben ihnen. Wir genießen weiter diese herrliche Strecke und entdecken eine Wollfarm mit einem Shop und bleiben stehen, vielleicht finden wir was. Gefunden haben wir nichts, also gefunden hätten wir schon was. Und nicht falsch verstehen, es war es sicher wert. Aber für unseren Motorradtrip etwas zu teuer fürs Urlaubsbudget. Wir
Wir fahren nun weiter auf der wunderschönen Küstenstraße Richtung Schildeck. Ein kleines, nettes Küstenstädtchen, das wir 2015 noch für einen Tankstopp nutzen. Diese Strecke dorthin war einfach nur wieder ein Genuss. Und genießen am Ende der Strecke einen herrlichen Blick hinunter auf den Loch Doln. Aber wir machen uns keine Sorgen, denn wir wissen, das nächste schöne Stück des Westeros Trails wartet auf uns mit der A896. Wir erreichen das kleine Städtchen Schildegg, aber unsere Motorräder waren noch halb voll und wir fuhren weiter. Weiter durch den wunderschönen Glen Doradon, vorbei am Nationalpark Reserve Ben Ash auf der A896. Und dieser Nationalpark hat es wieder in sich. Und auch am Ende dieses Tages werden wir gar nicht fassen können, was wir alles gesehen haben. Es ist einfach zu viel. Wieder geht es durch wunderschöne Landschaften, auf komisch rötlich gefärbten Asphalt, der aber extrem griffig ist. Und Wolken hüllen mystisch die Bergmassive des Ben Ash ein. Wir kommen vorbei an dem kleinen See, der uns 2015 schon für Fotomotive begeisterte. Wir verlassen diesen herrlichen Nationalpark und es wird doch Zeit, einmal noch nachzudanken. Für das letzte Stück über die A832 zu unserem Tagesziel Gerloch. Und als der Regen doch noch stärker wurde, kamen wir an in Gerloch. Unser Ziel ist erreicht. Und müde oder eher völlig platt von den vielen Ereignissen, fahren wir natürlich das falsche Hotel an. Aber später werden wir hier doch den Abend verbringen. Denn das Old Inn, ein bekanntes Fischrestaurant, das auch sehr zu empfehlen ist, gehört irgendwie zu unserem Hotel. Unser Hotel ist ca. 4 Minuten entfernt Fußweg. Wir sind glatt vorbeigefahren. Es ist das Gerloch Highland Lodge Hotel und ist ein Schwesterhotel des Old Inn. Ohne Restaurant, nur mit Frühstück, aber 10% auf den Konsum in der Old Inn. Ein Stellplatz ist schnell gefunden. Wir checken ein und dann geht es ab ins Pub und ins Restaurant. Genießen die typisch herrliche Stimmung eines Pubs im Old Inn. Nachdem ich die Bierkarte so gut wie durch hatte, wird es Zeit, in die Betten zu kommen. Aber zumindest hatten die Damen ihren Spaß, denn die trinken nichts. Vorbei am Gerloch Hafen geht es den 4 Minuten Fußweg zurück ins Hotel. Etwas wackelig, aber geschützt von der Tochter.
musste ich natürlich noch ein bisschen Werbung machen für Social Media. Und beziehen spät abends unser Hotelzimmer. Natürlich die Fleming Suite. Gute Nacht. Der nächste Morgen, Tag 7 auf Schottland. Aber leider wie vorhergesagt starker Regen und nur 10 Grad. Unser Zweitagesplan, die North Coast 500 entlang nach Durness und weiter nach John O'Groats zu fahren, musste komplett gestrichen werden. Come on, baby. Wir beschließen ein Stück gegen Norden, einen Teil der Nordcoast 500 zu fahren, auf der A832. Aber leider wurde der Regen immer stärker. Es wäre hier wieder wunderschön, wäre. Denn bei niedrigen Temperaturen und so starken Regen konnten wir das Ganze kaum genießen. Don't think twice this time, you know I'm real fond of Oregon. It would rain outside while I ride my... Aber es kommen uns hier auch etliche Leidensgenossen entgegen. Don't rain enough around here and you know it don't. Sunset Drive is quite alright with me, baby. But we can't stay here forever. Und obwohl wir uns eigentlich bei der Sprechanlage für einen englischen Anbieter entschieden haben und die sollten mit Regen umgehen können, ging auch noch unsere Sprechanlage jetzt völlig kaputt. Und das heißt, den Rest der Reise geht es ohne Gespräche weiter und das ist gar nicht gut. Ja, und voll zu verstehen ist hier einer leicht sauer, denn Lara hatte noch bei der Abfahrt eine abklingende Lungenentzündung. Wir kommen bei strömenden Regen vorbei am Loch Glasgow Knockdown auf der A835. Es wird uns doch ein wenig zu viel und wir freuten uns, hier eine Raststation zu finden. Aber zu unseren Entsetzen, sie hatte geschlossen. Es nützte uns nichts, wir müssen weiter. Und wir haben es fast geschafft. Durch Nest erreichen wir endlich Inverness, ohne Regen, dafür Wind. Über die riesige Cessnock Bridge geht es hinein nach Inverness. Wir fahren aber nur durch, kein Sightseeing, wir waren völlig platt. Und es geht wohl zu unserer schönsten Unterkunft in Schottland. Ein kurzes Stück noch auf der B851, zu unserer zweitägigen Unterkunft südlich von Inverness bei East Crouchy. Vorbei an riesigen und herrlichen Weiden erreichen wir unser Hotel des Diddings. Schon die Einfahrt machte uns platt. Vorsichtig geht es über einen Schotterplatz. Wir suchen uns noch einen Stellplatz und checken ein. Nach dem Check-in sehen wir uns ein bisschen um. Was uns erwartete, war ein herrlich hergerichtetes Farmhaus mit einer wunderschönen Parkanlage. Mit viel Liebe zum Detail hergerichtet und wunderschöner Gegend. Und
das war unser Zimmer, eigener Eingang, genial. Nach einer heißen Dusche verbrachten wir den ganzen Nachmittag gekuschelt im Bett, bei englischen Filmen. Sogar ein Trocknungsraum für unsere nassen Klamotten wurde uns angeboten. Und vor dem Essen gibt es natürlich Whisky, den wir verkosteten mit Empfehlung eines netten deutschen Bikers, dessen Namen wir leider vergessen haben. Schande. Und nach der Verkostung vom dunklen Nessebier namens Monster Mash ging es zum Speisen. War sehr lecker. Beide Tage, beide perfekt. Und zumindest das Bike des deutschen Kollegen konnte ich auf Film bannen. Der nächste Tag. Kein Regen, Gott sei Dank. Aber wir haben beschlossen, nach den gestrigen Wetterstrapazen einen ruhigen kurzen Tag einzulegen. Und solche Tage braucht es auch in Schottland, sonst machen einem die vielen Eindrücke völlig platt. Wir planen eine Bootsfahrt im Moray Firth und einen Besuch des Loch Ness. Lower level in your parents' place with your head held down. Nach wenigen Minuten Fahrzeit erreichen wir schon Inverness Hafen, suchen uns noch einen Stellplatz und buchen uns ein Boot. Und hier bei Dolphin Spirit wurden uns garantierte Delfinsichtungen versprochen. Versprochen. Nach circa einer halben Stunde geht es endlich auf das Boot, vorbei an unseren Schätzchen. Und da die Damen nach so vielen Tagen in Schottland immer noch etwas widerscheu sind, filme ich lieber die Gegend. Zum Beispiel die Keswick Bridge, die wir gestern überfahren haben und heute noch überfahren werden. Auf offener See wurde es etwas windig, aber das ist völlig normal. Und was wir nicht zu Gesicht bekamen, natürlich, sind Delfine. In weiter Ferne sahen wir Robben, aber das war es schon, könnten auch Sandsäcke sein. Egal, mit Volldampf zurück und dann rauf wieder auf die Bikes. Wir suchen den Beauty Firth nach Robben ab, aber auch ohne Erfolg, leider. Und dann erzählte uns noch der Camper, dass hier morgens Delfine direkt an dieser Stelle vorbeizogen. Diese Viecher mögen uns einfach nicht. Egal. Und selbst nach so vielen Tagen in England und Schottland schafft man es immer noch falsch auszupacken. Zur Belustigung von Petra. Die fand das lustig. Es geht wieder mal über die Keswick Bridge nach Munlochy, wo wir uns auch ein Lokal für das Mittagessen aussuchen. Von außen nicht zu sehen, war es ziemlich exklusiv, äußerst lecker und äußerst teuer. Aber egal, ist der Urlaub, geht ins Budget. Das nächste Ziel ist Earlachs Forest und Glen Orgward. Und wieder vorbei am Beauty Firth, diesmal von der Westseite. One last ticket before it's gone. Und es gibt auch einen Ort namens Beauty. Ein netter kleiner Ort, voller Klinkersteinhäuser. Tune your strings and play your cards. Die A831 ist eine schöne, zügig zu fahrende Strecke durch Earlachs Forest zu Glen Orgward und liegt nahe Loch Ness. Und da es hier keine Schafe gibt, geht es hier auch mal flotter zur Sache. To breathe.
erreichen den nächsten Ort, dessen Namen ich lieber nicht ausspreche, auf der A82. Einige Minuten später war er da, der Loch Ness. One last lie before the truth. Und hier war unser Ziel, Oakwood Castle. Eine Ruine mit direktem Blick auf den Loch Ness. Aber auch in Schottland gibt es Staus. Hier war es wohl ein Unfall. Es wurde die Straße vorne gesperrt. Ein Durchkommen war fast unmöglich. Und wir beschließen, nach einer guten halben Stunde wieder zurückzufahren. Denn Loch Ness ist einer von vielen Lochs, aber auch nicht der schönste, nur der berühmteste. Und gönnen uns einen Besuch in Fiddler's Café. Absolutes Pflichtprogramm in Schottland, zumindest für uns. War es schon 2015. Es geht zurück, entlang des Loch Ness auf der A82. Und wie geplant war es bisher ein ruhiger, gemütlicher Tag. Und den hatten wir auch bitter nötig. Und bis Inverness verkümmert Loch Ness zu einem Bach. Links im Bild zu sehen. Und da wir Städte normalerweise immer meiden, vor allem mit Motorrädern, machen wir kein Sightseeing in Inverness und genießen Inverness nur bei langsamer Durchfahrt. Inverness ist die größte Stadt und das kulturelle Zentrum der schottischen Highlands. Und werfen noch einen Blick auf Inverness Castle. Richtung Hotel ziehen dunkle Wolken auf, aber es bleibt trocken. Und erreichen wieder ziemlich flott unsere Unterkunft und freuen uns natürlich wieder auf das Abendessen, Bier und natürlich Whisky. Und einen Stellplatz haben wir natürlich auch vor unseren eigenen kleinen Häuschen. Im Wartebereich zum Restaurant sichere ich noch die Bilder und Eindrücke des Tages und wir genießen wieder lecker Essen. Da es hier unser letzter Tag war in dieser herrlichen Unterkunft, genießen wir bei einem gemütlichen Spaziergang noch einmal die Parkanlage. Und dann geht es ab ins Bett, die extra für uns niedlich dekoriert worden sind. Tag 9 unserer Schottlandreise und das bei Traumwetter. Nach einer Abkürzung auf die A9 nehmen wir den Abzweig Richtung Whisky Trail. Und wie es der Name vermuten lässt, ist hier die Gegend der wichtigsten Destillerien für Whisky. Hier fuhren wir natürlich auch schon 2015, besuchten einige der Destillerien und nahmen natürlich auch einige dieser herrlichen Tropfen mit. Die kleine Stadt Carbridge nutzen wir für einen Tankstopp. Wir befinden uns auf der B9153. Auf der A938 geht es für uns dann Richtung Grain-on-Spey. Wieder vorbei an schönen alten Gutshäusern. Wir zweigen dann ab auf die A939 Richtung Bridge of Brown. Hier im Bridge of Brown legen wir wieder eine Pause ein und führten eine nette Unterhaltung mit einer deutschen Autoreisenden. Nach schlechtem Kaffee, dafür netten Plausch geht es für uns weiter. Das nächste Highlight wartet. Wir befahren die A939 und die gibt schon einen Vorgeschmack, was noch so kommt. Und wenn schon mit vier Rädern, dann mit Caterham oder Lotus. Macht sicher auch genügend Spaß. Und um die Landschaft für uns völlig allein zu haben, lassen wir die paar wenigen Autos, die langsam fuhren, hinter uns. Und erreichen ziemlich flott ein Skigebiet. Ja, richtig gehört. Aberdeenshire Ski Resort auf der A939. Auch in Schottland wird Ski gefahren.
Es geht nun Richtung Süden und wir verlassen demnächst die Highlands. Aber vorher gibt es einige Highlights. Wie diese Gegend und Strecke, die uns schon 2015 so faszinierte. Denn es geht nun weiter auf die A939 Richtung Glenshee. Und bei herrlichem Wetter und wenig Verkehr war das wieder mal nur ein Genuss. Wie schon 2015 waren wir wieder völlig alleine. Und ohne Sprechanlage mussten wir mit Gesten arbeiten. Und wir erreichen schließlich Bridge of Cairn. Die Cairnshill Bridge, sie wird gerne als Fotomotiv hergenommen, stammt aus dem Jahr 1749 und auch wir machen hier natürlich einen kurzen Fotostopp. Und freuen uns auf die nächsten herrlichen Kilometer in Schottland. Wir trafen wieder auf die zwei Traumautofahrer, die hier einen Fotostopp einlegten und für uns wurde es natürlich auch wieder Zeit, einen Fotostopp einzulegen. Und vor lauter Faszination von der Gegend habe ich glatt vergessen, dass ich eine Drohne dabei habe. Für uns geht es weiter Richtung Braemar, wieder zum Pausieren. Wir haben hier eine kurze Mittagsjause geplant, in einem Lokal, wo wir schon 2015 waren. Und Richtung Braemar gibt es wieder Wälder. Diese sind ja ziemlich untypisch für Schottland. Bäume sind ja sehr selten. Wir fahren vorbei am Schloss Braemar. Es wurde 1628 errichtet und diente als Jagdschloss. In Braemar angekommen und an vielen Bikerstationen vorbei, geht es für uns in ein kleines Lokal, das wir 2015 schon besucht haben. Denn mit dem Gordon Tea Room waren wir 2015 voll zufrieden und ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Und von einer 2017 noch eher selten anzutreffenden Braxton von Triumph begeisterte meine Tochter, mich auch. Aber ich bin für so ein Bike leider zu groß. Bei milden Temperaturen und Sonnenschein genießen wir in Gordon Stay Room unsere Pause. Bevor es zum nächsten Highlight geht in Schottland, den Devil's Elbow und Glenshee, eines von vielen Biker-Highlights auf der berühmten A93. Die wenigen Autos vor uns lassen wir wieder hinter uns und haben die Gegend fast wieder völlig für uns alleine. Machen aber kurz darauf wieder einen Stopp, denn Lara will Nahaufnahmen von Schafen erhaschen, zumindest versucht sie es. Aber irgendwann gelang ihr es. Wir könnten bei diesem Wetter in Schottland ewig hier bleiben, aber wir müssen weiter. Und
wieder heißt es wieder verdammt aufpassen. Schafe sind hier gefährlich. Und am höchsten Punkt wieder das nächste Skicenter, Gen Ski. Ab nun geht es bergab, bei herrlichem Wetter und noch herrlicheren Landschaften. Suchen wir nun den Fotospot, wo schon 2015 eines der besten Bilder, das wir auf der Reise hatten, gelungen ist. Und wie schon 2015 spielte das Wetter wieder mit. Und Schottland, einfach nur herrlich. Und wieder fiel es uns schwer, auf die Bikes zu steigen. Denn wir wussten nun, wir verlassen jetzt bei den nächsten Kilometern die Highlands. Aber das genießen wir nochmal. Wir haben die Highlands verlassen. Hier gibt es wieder tatsächlich Wälder. Und erreichen die erste Stadt, die Stadt Perth. Eine für schottische Verhältnisse ziemlich große Stadt. Mit schönen bunten Gebäuden, schönen Brücken, schönen Flussläufen. Einfach schön. Da wir natürlich eingefleischte Game of Thrones Fans sind und auch die Serie Outlander uns ein Begriff ist, geht es nach Wunsch der Damen zum Dawn Castle. Und jedem Game of Thrones Fans sollte Winterfell ein Begriff sein. Denn zum Großteil wurde es hier gedreht. Vieles natürlich über CGI. Und hier in diesem Innenhof wurden unter anderem Szenen von Winterfell in Game of Thrones gedreht. Die Besichtigung generell machte uns sehr viel Spaß. Und auf die Uhr haben wir gar nicht geschaut, denn es wurde ziemlich spät. Von der Serie Outlander gab es sogar Originalklamotten aus der Serie zu sehen. Es wurde Zeit für uns, denn auch hier war es schon Sperrstunde und den Insider holte Dor. Hodor, Hodor, fand der Herrendor nicht lustig. Als Game of Thrones Fans auf jeden Fall ein Pflichtbesuch.
Unser nächstes Ziel ist Edinburgh und es ist schon sehr spät. Zeitbedingt geht es nun über die Autobahn. Erspähen dafür die 30 Meter hohen Kelbis bei Falkirk. Und das sind wirklich geniale Konstruktionen. Endlich Edinburgh, wo eigentlich für die nächsten zwei Tage gebucht wurde, aber. Denn die gute Laune sollte für uns hier schnell flöten gehen, aber dazu später. Wir beschlossen, da es schon knapp 20 Uhr war, mal zur Unterkunft zu fahren. Wir wollten nachher Edinburgh unsicher machen. Wir wussten aber bis dato nicht, dass Edinburgh ein Problem war mit Sicherheit. Erstmal die Überraschung, links die eigentliche Unterkunft für die nächsten zwei Tage, aber wir hatten extra angefragt, wir wollten zwei Stellplätze, sichere Stellplätze, aber diese waren nicht gegeben. Von dieser ziemlich unfreundlichen Gastgeberin in Feld Guesthouse B&B erfuhren wir, dass es keinen Abstellplatz gibt und gab uns noch dazu diesen Flyer. Hier gibt es beinahe schon täglich Motorraddiebstähle. Während ich draußen wartete, blieben sogar Biker stehen und sagten, auf keinen Fall hier das Bike abstellen. Ich soll unbedingt weiterfahren, nicht mal Schlösser helfen. Wir buchen schließlich anderswertig, weit weg von Edinburgh, im kleinen Städtchen Gifford. Und Edinburgh sollte man, das haben wir uns 2015 auch schon gedacht, maximal bei Flugreise besichtigen, niemals mit dem Bike. Aber Wahnsinnslicht beruhigte uns ein wenig, denn die Stimmung war im Keller. Spätabends nach 22 Uhr erreichen wir Gifford. So spät gab es hier im Tweedale Arms Hotel in Gifford natürlich kein Abendessen mehr, aber dafür Bier und Whisky. Und das hatten wir nötig. Gute Nacht. Der nächste Tag bei Sonnenschein, Tag 10, noch in Schottland, aber es geht heute Richtung England. Und eins kann ich schon mal sagen, die schlechte Laune war über Nacht verflogen, denn wir hatten einiges noch im Bett geplant und England, die Ostküste von England, wird uns noch mehr als überraschen. Über kleine herrliche Feldwege, zum Beispiel die B6369, geht es erstmal zum Museum of Light. Ein sehr abgelegenes Flugzeugmuseum, das einige Besonderheiten in petto hat und eine absolute Empfehlung ist. Aber schon die Strecke dorthin war mehr spannend. Die Einfahrt hier ist kaum zu sehen. Es handelt sich hier um einen Originalflugplatz des Zweiten Weltkrieges. Es geht später noch vorbei an originalen Hangern und Fahrzeugen. Wir kaufen noch drei Tickets zu sehr fairen Preisen und dann tauchen wir ein in das Abenteuer Fluggeschichte. Geht vorbei an einigen Hangern, teilweise sogar noch Originale vom Zweiten Weltkrieg und vorbei an den ersten Exemplaren der British Airways. Aber warum ich dort unbedingt hin wollte, war das. Wow, die Concorde. Das schönste Linienflugzeug, das je gebaut wurde. Und das Genialste, man darf die Concorde auch von innen besichtigen.
In der Concorde angekommen, geht es natürlich verdammt eng zu. Aufgrund der hohen Geschwindigkeiten bei Überschallflug ist alles sehr klein und winzig und eng gehalten. Denn die Concorde erreichte immerhin 1380 Meilen pro Stunde. Und das ist schon ein Wahnsinn für ein Linienflugzeug. Das entspricht in etwa Mach 2. Und nach einem Blick in das Cockpit der Concorde geht es für uns weiter. Zu Fuß, vorbei an den alten Hangern und vorbei an einigen älteren Luftabwehrsystemen. Originale alte Versorgungstruck der Royal Air Force. Natürlich sahen wir hier Spitfire, Styphons und alle wichtigen Modelle. Aber das absolute Highlight, eine Messerschmitt ME-163, die man sonst eigentlich nirgends zu sehen bekommt. Ein raketenangetriebener Abfangjäger. Auch sowjetische Modelle waren zu sehen, Yaks, MiGs und so weiter. Natürlich einer meiner Lieblingsflugzeuge, eine Jaguar, auch Modelle, die ich nicht so kenne. Und natürlich auch eine Tornado, ein wichtiger Erdkampf-Mehrzweckjäger. Alles, was für die kleinen Hangars, die noch original waren, zu groß war, stand im Freien, wie dieser atomwaffenfähiger Bomber Vulcan. Ein Monstrum. Das Flugmuseum hier bietet sehr viele Highlights und ist absolut zu empfehlen. Auch für Kinder ist hier gesorgt. Aber leider waren wir hier die Einzigen, es ist kaum besucht, da ziemlich versteckt. Aber wir hatten hier stundenlangen Spaß. Nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene haben hier Spaß. Hier gibt es genügend Dinge zum Ausprobieren. Alles, was mit Flug und Avionik zu tun hat. Super interessant und lehrreich. Alle Dinge haben hier Funktionen und machen extrem Spaß. Hier muss man zum Beispiel mit Pedalen den Propeller nach vorne bringen. Und spürt dabei die selbst erzeugte Energie natürlich im Gesicht. In dieser Konstruktion sieht man, wie sich Druck auswirkt. Und ein Stück weiter kann man sich als Zeppelin-Kapitän behaupten, um später dann eine Cessna zu steuern, nur über den Auftrieb eines Windkanals. Und was G-Kräfte mit einem machen, kann man hier testen. Und ich würde mal behaupten, nicht bestanden. Abschließend noch ein Wettbewerb als Bomberpilot. Hier muss man ein Ziel treffen. Naja. Jeder hat nur einen Versuch. Nun kommt das Fräuchchen dran. Naja, schon mal besser. Aber nun kommt der Profi. Ohne Worte. Vor den Kampfflugzeugen des Zweiten Weltkriegs waren hier wohl Zeppeline stationiert. In etlichen weiteren Hallen gibt es dann zivile Luftfahrt mit einigen durchaus interessanten Modellen. Wie schon erwähnt, ist das Museum auf jeden Fall einen Besuch wert und es hat es sich auf jeden Fall verdient. Für uns geht es nun weiter zum nächsten Highlight. Auch das haben wir 2015 schon besucht. Und zwar geht es zum Tantallon Castle und dem Bus Rock auf der A198. Rechts oben im Bild sieht man schon den Bus Rock. Ein wirklich schöner Fleck. Zu Fuß geht es nun weiter Richtung Küste.
Die riesigen Reste der Ruine des Dandelion Castle steht nämlich unmittelbar an der Küste, bei herrlichem Ausblick auf den Firth of Forth. Baby, it's like a light storm. Die Burg selbst wird auf das Jahr 1358 datiert. Riesige hohe Wehrmauern und einen wunderschönen Innenhof, versorgt anscheinend direkt über das Meer mit einer riesigen Krananlage. Über eine kleine Holzbrücke geht es durch die Festungsmauern in einen riesigen, schön angelegten Innenhof. Wo wir für etliche Fotos und Videoaufnahmen länger Zeit verbrachten. Das Wetter spielte wie schon 2015 extrem gut mit und wir hatten schönsten Blick auf den Bass Rock. Die 107 Meter hohe Felseninsel ist nicht weiß, das sind alles Vögel. Es gibt dorthin auch Bootstouren für Vogelfreunde. Außer einem Leuchtturm gibt es sonst nichts auf dieser Insel. Aber ewig haben wir doch nicht Zeit und irgendwann muss es mal weitergehen. Wir wollen uns mit den Motorrädern irgendwie zum Meer durchschlagen, aber das ist schwieriger als gedacht. Der Bassrock neben uns zeigt uns den Weg, aber die Suche nach einer Zufahrt zum Strand erwies sich als äußerst schwierig. Aber irgendwann war es dann genug. Vieles war auch privat und Ärger wollten wir nicht riskieren. Wir geben auf und fahren weiter die Ostküste entlang nach England, zur Holy Island. Wir erreichen nach wenigen Kilometern Dunbar, eine kleine nette Stadt, und nutzen hier eine Seitenstraße, um an den Strand zu gelangen. Und erinnerte mich wieder daran, dass ich doch eine Drohne mit habe. Traumhaften Wetter, immer nahe der Küste geht es weiter Richtung England, bei herrlichen Aussichten. Und vorbei an einer riesigen Campinganlage. Wir müssen noch eine Brücke überqueren, die überflutet ist, die aber so aussieht, wie wenn das gewollt wäre. Aber was soll's? Problem ist es ja keines. Geht es weiter an der Küste entlang und waren weiterhin entzückt von dieser Strecke. Die Straßen wurden nun breiter und erreichen nun England. Und unter den Helmen wurde uns allen bewusst, dass der Urlaub bald zu Ende ist. Wir erreichen die erste kleine englische Stadt, Berwick. Eine kleine, nette, wuselige Stadt. Raus aus der Stadt wurde die Strecke auch gleich wieder spannender. Die Straßen kleiner, die Gegenden schöner und erreichen die Zufahrt zur Holy Island. Diese Insel ist nur bei Ebbe befahrbar, denn die Straßen hier sind bei Flut völlig überflutet. Links und rechts also Meeresboden. Spannend und irgendwie cool. Ziemlich flott erreichen wir dann Holy Island. Und da es wieder mal ziemlich spät wird,
suchen wir nur kurz einen Parkplatz, sehen uns ein wenig um und dann geht es schon wieder retour. Nutzen natürlich aber hier die Gelegenheit, nochmal einen Fotostopp einzulegen. Und uns gelangen einige super Fotos, ein bisschen mit Wüstenflair. Ich bemerkte, dass mein Bike schon einsank und es wird Zeit weiterzufahren. Am Abendstimmen in England geht es weiter zu unserem nächsten Ziel und Unterkunft in Pamberg. Wir fahren die B1342 und da diese Lichtstimmung bei Eppe so toll ausschaute, legen wir nochmal kurz vor Pamberg einen Fotostopp ein. Wie immer eigentlich auf dieser Reise wird es auch heute ziemlich spät mit der Ankunft am Tagesziel. Auch der Vermieter der heutigen Unterkunft machte sich schon Sorgen. In Bamberg angekommen, sehen wir hier im Hintergrund das beeindruckende Bamberg Castle. Die Unterkunft war hier, die Stadt ist auch nicht groß, ziemlich schnell gefunden. Ein typisches englisches Haus. Unsere Unterkunft Hillcrest House B&B ist sehr zu empfehlen. Hier gibt es auch keine Warnungen von irgendwelchen Diebstählen. Das war wirklich nur in Edinburgh ein Problem. Kurz eingecheckt und den Besitzer begrüßt, geht es zum Abendessen. Statt Bier bekam ich hier Ale. Hat zwar nichts mit Bier zu tun, aber was soll's. Das Essen war wieder sehr lecker und deftig. Bei einem Verdauungsspaziergang in Bamberg wurden wir aber die Kalorien wieder schnell los. Und diese kleine Stadt Bamberg hat es in sich. Absolute Empfehlung. Schön erhaltene alte Bauten. Wunderschön hergerichtet, noch nie davon gehört und nur durch den Vorfall in Edinburgh durch reinen Zufall entdeckt, sind wir völlig geblättert von der Größe und Schönheit dieser Burg. Nach 22 Uhr geht es aber zurück ins Zimmer. Wir hatten ein komplettes Obergeschoss mit zwei Zimmern. Auch für englische Süßigkeiten war gesorgt. Tag 11, der letzte Tag auf der Insel. Bei schönen Ausblick auf unsere Motorräder beim Frühstück wurde uns aber wieder bewusst, es ist unser letzter Tag. Und das drückte ein bisschen auf die Stimmung. Wir fahren nun weiter der Ostküste entlang nach Newcastle Hafen. Wieder vorbei beim herrlichen Bamberg Castle. The afterglow of this daily war. I need so much more than just holy water. The wind is
Das Wetter spielte hier noch mit, aber das Meer war schon sehr rau. Aber das machte bei dieser Fahrt noch eher alles noch spannender. Wir fahren vorbei bei der nächsten Ruine, auch gelegen direkt am Meer, müssen hier aber Aufnahmen aus der Ferne reichen, denn heute haben wir einen Termin mit der Fähre. Wir erreichen die Stadt Warkworth auf der A1086. Das uns wieder mit einer Burgruine überraschte, dem Warkworth Castle. Wir erreichen Riddicken und dort legen wir in Riddicken Inn eine Pause ein. Bei Gott sei Dank lecker Kaffee und guten Kuchen fuhren wir danach gestärkt Richtung Fähre. Aber da wir ziemlich flott vorankamen, legten wir nochmal eine Pause ein am Eve Black Coastal Walkway in Blyth auf der A193. Extrem tiefer, feiner Sand und extrem raue See waren das Markenzeichen hier. Und Hunde haben hier definitiv den Spaß ihres Lebens. Während ich die raue See für faszinierend fand. Es gibt aber auch Hunde, die weniger Spaß hier hatten. Denn der hat absolut keinen Bock bei dem Wetter. Und um den Ganzen ein Ende zu setzen, ging er auf Risiko. Aber der Besitzer kannte diesen Hund und sieht das Ganze etwas lockerer. Dann besteigen wir das letzte Mal in England unsere Bikes. Und wenn man bedenkt, dass meine Tiger noch vor dem Start komplett zerlegt war, hielt sie problemlos durch. Danke nochmal an das Team von Triumph Düsseldorf. Absolut sensationell. Übrigens ging aufgrund des Chefs von Triumph Düsseldorf die ganze Reparatur auf Kulanz. Das ist Service. Die letzten Kilometer begleitet uns natürlich englisches Nebelwetter bis nach Newcastle, das wir kurz nach unserem Strandausflug auch schon erreichen. Es wurde immer stürmischer und auch kälter. Für einige Engländer wohl nicht kalt genug. Und bei diesen Wellen und diesen Stränden sind die Surfer in Newcastle natürlich angefixt. Und gut geplant erreichen wir sehr pünktlich unseren Anlegehafen der Fähre und fahren die letzten Meter auf englischem Boden. Wo schon neben vielen Autos auch zahlreiche Biker warten. Diese Dame, 60 Jahre aus Österreich, durchquerte Schottland mit dem Fahrrad, meinen Respekt, und ist seither auch ein Abonnent meines Kanals. Liebe Grüße! Dieser Herr zog seine Aufmerksamkeit mit seiner Gepäckslösung auf sich, denn die war vollkommen aus Holz selbst gebastelt.
wäre doch was für Duratech, Serie Woodline. Und dann geht es endlich los. Denn bei Kälte und Nieselregen zu warten, ist blöder als zu fahren. Noch kurz die Daten ausgetauscht und eingecheckt. Geht es durch ganze 3 Kontrollen. Richtung Fähre können wir einen Blick erhaschen auf ein Walt Disney Kreuzfahrtschiff. Dann geht es endlich rauf auf die Fähre und werden von Prinz William persönlich eingeweist. Diesmal geht es auf eine Rampe, auf einen Nebenabstellplatz. Inklusive Retourgangservice. Nach dem Einchecken in unserer Außenkabine geht es wieder zum Abendessen und lassen den ganzen Tag nochmal bei guter Laune Revue passieren. Der nächste Morgen, Tag 12, es geht wieder nach Hause. Ausgeschlafen, gefrühstückt, geht es schnell zum Bike. Um dann ruhig und gemächlich die Fähre zu verlassen. Und ab jetzt in Holland wieder rechts fahren, nicht vergessen. Wir werfen nochmal einen Blick zurück auf unsere Fähre, die King Seaways. Aber vorher müssen wir noch einmal tanken, um uns wieder auf den Weg nach Düsseldorf zu machen, um den Reisezug nach Wien zu nehmen. Und überqueren bei über 30 Grad, auch wenn es hier nicht so aussieht, Amsterdam. Vorbei an der Heineken Brauerei erreichen wir diesmal ziemlich schnell Deutschland und Düsseldorf. Und am Tag 13 geht es gut verzurrt nach Hause. Danke fürs Zusehen und wenn ihr bis hierher durchgehalten habt, das Ganze nochmal in Fotos. Und vergesst nicht zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Felt so far away than it does today, my dear. The world is spinning at a faster pace than I'm willing to face without you here. When every road is closed and every flight has all but left, there ain't no buses that can bring me to where I saw you last. And all the bridges and all the towns have all but crumbled to the ground. I'll start digging tunnels to you now. My senses like the hands on a clock tower. Every minute's like an hour. Every hour's like a day. But there's never been a storm that I couldn't chase. Flames I couldn't face. Earth I couldn't shake. When every road is closed and every flight has all but left, there ain't no buses that can bring
flight has all but left. There ain't no buses that can bring me to where I saw you last, and all